Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert von der Siegfried AG Expect More, der CSS-Versicherung ganz persönlich und der Aargauer Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Heute reden wir über ein Thema, meine Damen und Herren, das Sie garantiert interessiert. Heute reden wir über Glück. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Wir reden über Glück mit einem Mann, der einen Bestseller darüber geschrieben hat. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und Privatdozent an der Uni St. Gallen. Er gilt als einer der einflussreichsten Ökonomen der Schweiz, als Querdenker und als sehr begehrter Referent. Heute ist er auf Zofingen ins ZT-Studio gekommen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Matthias Binswanger. Herr Binswanger, was war für Sie in den letzten Tagen ein ganz persönlicher Glücksmoment gewesen? Ja, ein Glücksmoment war zum Beispiel am letzten Samstag, wo ich seit langer Zeit erstmal wieder auftreten bin mit einer kleinen Jazzformation, wo ich selber Mitglied bin. Ich spiele ein Vibraphon und Musik machen und speziell eben Jazzmusik. Das ist für mich auch eine ganz wesentliche Quelle vom Glück. Und was war das Gegenteil? Gibt es eine Situation gegeben, die für Sie das Gegenteil von Glück war in den letzten Tagen? Ja, die gibt es täglich eigentlich, weil gegen Semesterschluss immer die Zeit sehr eng wird. Und das heisst, man ist eigentlich laufend unter Druck, irgendwelche Sachen noch machen zu müssen, die man noch nicht gemacht hat. Und das sorgt nicht gerade für Glücksmomente. Trotzdem sehr glücklich, dass Sie noch Zeit gefunden haben, auf die Sofie zu kommen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Zufriedenheit und Glück? Ja, wenn man das ein bisschen genauer anschaut, dann bedeutet natürlich Glück und Zufriedenheit nicht exakt das gleiche in verschiedenen Sprachen. Aber wenn man mal vom Deutschen ausgehen, dann kann man eigentlich das, was wir am Schluss als Glück bezeichnen, in zwei Komponenten unterteilen. Das eine ist so die allgemeine Lebenszufriedenheit, würde man im Deutschen sagen. Das ist, wenn man mich fragt, sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden, dann sage ich ja, sehr zufrieden, zufrieden oder nicht so zufrieden. Und da komme ich wahrscheinlich ich antworte über, ob man mich das heute fragt oder ob man mich das morgen fragt. Dann gibt es aber eine zweite Komponente und das ist das sogenannte emotionale Wohlbefinden. Und das schwankt ganz stark im Tagesverlauf. Also zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, esse ich etwas, dann bin ich wieder glücklich. Kurz darauf stecke ich im Stau, dann bin ich wieder unglücklich. Das geht immer so auf und ab. Und das ist das, was man landläufig dann eher als Glück bezeichnet. Und das Erste, das bezeichnet man eher als Zufriedenheit. Beides ist aber wichtig am Schluss, weil ein gutes Leben besteht eigentlich darin, dass ich mit dem Leben zufrieden bin. Es besteht andererseits aber auch darin, dass ich relativ viele Glücksmomente erleben darf und relativ wenig Unglücksmomente erleben muss. Sie beschäftigen sich ja seit Jahrzehnten schon fast mit dem Glück. 2006 haben Sie einen Bestseller geschrieben, der heisst «Tretmühlen des Glücks». Nächsten Februar kommt eine Neuauflage, sehr ein erfolgreiches Buch. Was ist ein typischer Glückstretmühle? Ja, im Buch sind verschiedene Tretmühlen beschrieben. Und das eine ist die sogenannte Status-Tretmühle, die da drin vorkommt. Und das geht davon aus, dass Menschen sich eben untereinander vergleichen. Und man ist eigentlich dann zufrieden, wenn man auf andere herabschaut und feststellt, ja, ich schneide eigentlich gut ab im Vergleich zu anderen. Wenn ich da aber schlecht abschneide, weniger habe als andere, dann blicke ich tendenziell unzufrieden nach oben, weil ich habe dann das Gefühl, ich kann mir nicht das leisten, was sich andere leisten können. Ich kann mit anderen nicht mithalten, ich habe kein gesellschaftliches Ansehen. Alles Gründe für Unzufriedenheit. Und jetzt findet da in dieser Wirtschaft Wachstum statt. Jetzt werden alle reicher. Jetzt könnte man meinen, dass sich dadurch die Situation verbessert. In Wirklichkeit ist das aber nicht so, weil natürlich die, die am unteren Ende der Einkommensverteilung sind, die vergleichen sich jetzt mit dem neuen Standard. Und kommen genau zum gleichen Ergebnis wie vorne auch.
kann mir nicht das leisten, was sich andere leisten können. Ich kann nicht mithalten. Das heisst, obwohl wir absolut gesehen einen immer grösseren Wohlstand haben, bleiben wir relativ gesehen oder ein Teil von uns dann eben doch arm. Und das ist eine von diesen Tretmühlen. Und die erklären ja letztlich, wieso wir immer mehr materiellen Wohlstand haben, im Durchschnitt dann aber in einem Land trotzdem nicht zufriedener werden. Da kommen wir noch näher darauf zurück. Ist da die Status? Tretmühle, ist das auch die heimtückischste? Alle die Tretmühlen sind heimtückisch, oder? Weil man sie nicht so erwartet. Aber die Status-Tretmühle, ja, die ist natürlich eine Tretmühle, die heute noch sehr stark vor allem propagiert wird. Oder wir leben ja heute in einer Welt, wo ich eigentlich ständig dazu angehalten werde, mich mit anderen zu vergleichen, versuchen, besser zu werden wie andere. Wenn ich etwas mache, dann muss ich zu den Top 3 oder zu den Top 50 gehören. Und das heisst, nicht, ich werde eigentlich immer gezwungen, mich mit anderen zu vergleichen. Das liegt auch in Methoden drin, wie Benchmarking zum Beispiel. Ich muss wissen, wo stand ich, wo stehen die anderen. Und damit werden wir eigentlich auch zu der, oder auf die Unzufriedenheit trainiert heute. Und das ist eben im Glücksempfinden dann insgesamt nicht förderlich. Ihr neues Buch beschäftigt sich ja auch mit dem Thema, das heisst Wachstumszwang. Es erscheint im nächsten Aber ich gebe Ihre These zuerst mal ganz, ganz verkürzt wieder. Sie können nachher sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber Sie sagen eigentlich verkürzt, super, früher hat es Wachstum gegeben. Wachstum hat zu mehr Wohlstand und auch mehr Glück geführt. Aber irgendwann hat der Wohlstand ein Niveau erreicht, wo das Glück nicht mehr wächst. Wir haben irgendwie genug. Wir müssen aber immer mehr konsumieren, sonst geht das ganze System zusammen. Wir Konsumenten sind nicht mehr Treiber vom Wachstum, sondern Triebni. Das ist ja totale Falle. Ja, Sie haben das sehr gut zusammengefasst, die wichtigen Thesen von diesem Buch. Wirtschaftswachstum ist ja jetzt ungefähr so 200 Jahre alt. Oder das hat angefangen so zu Beginn vom 19. Jahrhundert und dann auf die ganze Weltwirtschaft übergriffen im 20. Jahrhundert. Und heute ist ja so, dass wir eigentlich Wachstum als Normalzustand empfindet. Und wenn eine Wirtschaft einmal ein Jahr nicht wächst, dann hat man das Gefühl, da stimmt etwas nicht mit dieser Wirtschaft. Und wenn sie dann zwei Jahre nicht wächst, dann ist das schon eine Katastrophe. Dann muss man schauen, dass man von dem pathologischen Zustand wegkommt und wieder zum Wachstum zurückkehrt. Und das heisst, irgendwie ist Wachstum der Normalzustand heute. Und das hat eben gute Gründe, weil solange eine Wirtschaft wächst, solange funktioniert sie. Das heisst, solange macht eine Mehrheit von Unternehmen Gewinn, solange bleibt auch ein grösserer Teil der Menschen beschäftigt. Und sobald das aber mal ins Stocken geht, dann machen einzelne Firmen keinen Gewinn mehr, dann kommt es zu Entlassungen, dann geht auch der Konsum zurück, dann kommen andere Firmen auch Probleme über, dann kommt man sehr schnell in eine Abwärtsspirale. Und das führt dann eigentlich zu der absurden Situation, dass wir eigentlich immer weiter wachsen müssen heute, auch im reichen Land wie der Schweiz, selbst wenn wir eigentlich wissen, dass das Wachstum gar nicht mehr beiträgt zu unserer Zufriedenheit oder zu unserem Glück. Und es wird uns ja im Normalfall in der Diskussion auch als Zwang präsentiert. Man präsentiert uns nicht Chancen, die wir noch haben mit dem Wachstum, sondern man sagt uns, ja, wenn wir nicht wachsen in der Schweiz, haben wir keine Arbeitsplätze mehr. Wenn wir in der Schweiz nicht wachsen, fallen wir zurück relativ zu anderen Ländern. Wir werden unattraktiv als Investitionsstandort. Es wird uns auch in der Diskussion im Normalfall als Zwang präsentiert schon. Das ist ja eine total subversive. Jetzt sind Sie Professor für Volkswirtschaftslehre und richtig Studenten. Normalerweise sind die Ökonomen, sind es vorhin auch gemacht, hohe Lieder auf das Wachstum. Sie aber müssen den Studenten sagen, Wachstum ist eine Falle, wo gar kein Glück mehr bringt, sondern im Gegenteil zwingt, also auch Freiheit zerstört. Sind Sie Wachstum ist wie fast alles im Leben ambivalent, oder? Und ich urteile einmal zunächst gar nicht, ob das Wachstum gut oder schlecht ist. Und wie gesagt, die Wirtschaft funktioniert gut, solange es Wirtschaftswachstum gibt. Das heisst, das spricht eigentlich zunächst einmal für Wirtschaftswachstum. Und über sehr lange Zeit hat das Wirtschaftswachstum auch einen allgemeinen Wohlstand ermöglicht, den man sich früher nicht einmal hätte vorstellen können. Wir leben heute bei besserer Gesundheit als früher. Es gibt ganz viele Vorteile, die mit dem Wirtschaftswachstum verbunden sind. Nur merkt man halt jetzt zunehmend, dass in reichen Ländern wie der Schweiz
die negativen Aspekte von dem Wachstum grösser werden, oder wir werden gestresst durch das Wachstum. Es gibt ökologische Probleme, die mit dem Wachstum verbunden sind. Wir merken, das macht uns gar nicht mehr glücklicher. Und jetzt stellen wir aber fest, ja, wir können uns nicht einfach sagen, jetzt haben wir ein Niveau erreicht, da können wir jetzt bleiben, wir müssen nicht mehr, wachsen, weil es gibt quasi nur die Alternative, entweder weiter wachsen oder schrumpfen. Und wenn man das nicht wollen und quasi eine Wirtschaft wollen, die nicht mehr wächst, dann müssen wir quasi ein neues Wirtschaftssystem finden. Weil das Wirtschaftssystem, das wir heute haben, das funktioniert eben nur mit einem gewissen Wachstum. Aber das finden, das ist ja nicht von heute auf morgen möglich. Also einen Ausweg aus dem Wachstumszwang gibt es ja nicht. Nein, das ist nicht einfach und im Moment auch nicht einmal ansatzweise politisch durchsetzbar, weil wir ja eigentlich nach wie vor sehr gut leben. Oder? Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Es geht uns eigentlich sehr gut. Das ist nur etwas, was man so langsam merkt. Nicht? Wir müssen da immer weitermachen und das ist nicht nur in der Schweiz der Fall, das ist in allen reichen Ländern so. Und jetzt gibt es natürlich eine ganze Reihe von Leuten, die das kritisieren und das Gefühl haben, oder? Wir könnten jetzt einfach aufhören mit dem Wachstum, weil die Probleme immer grösser werden. Und das, was ich eigentlich aufzeige in dem Buch, ist, das ist nicht möglich. Oder? Wir können nicht einfach sagen, jetzt ist Schluss mit Wachstum. Jetzt reicht's. Die Tretmühlen vom Glück und Wachstumszwang sind ja zwei sich ergänzende Phänomene. Damit die Wirtschaft kann wachsen, ist sie darauf angewiesen, dass die Leute in den Tretmühlen vom Glück stecken bleiben. Ja, also man kann es ja eigentlich nicht. Es ist ja so, dass immer mehr produzieren, das ist eigentlich heute kein wirkliches Problem. Oder die Wirtschaft kann sehr leicht immer noch mehr produzieren. Das viel größere Problem ist, wie verkauft man das alles tatsächlich, wo man immer mehr produziert. Oder wie schafft man es, die Mehrproduktion tatsächlich immer auch den Konsumenten zu verkaufen. Und das Erstaunliche ist, dass man das bis heute eigentlich immer geschafft hat. Oder das ist eigentlich das wahre Wirtschaftswunder heute. Und da spielen die Tretmühlen eine ganz entscheidende Rolle. Weil solange man die Tretmühlen am Laufen erhalten, kann man eigentlich auch den Menschen immer mehr verkaufen. Weil wenn man nochmal auf die Status-Tretmühlen zurückkommt, oder wenn es dann nur um absolute Bedürfnisse ging, oder dann wäre zum Beispiel in der Schweiz der Automobilmarkt ein mehrheitlich gesättigter Markt. Da haben alle ein Auto, das ein Auto braucht, muss man von Zeit zu Zeit ersetzen, ist aber kein grosser Wachstumsmarkt mehr. Wenn ich es jetzt aber schaffe, aus dem Auto ein Statussymbol zu machen, also ein besseres, luxuriöseres, leistungsstärkeres Auto haben will als andere, dann ist natürlich die Sättigung wieder beseitigt. Weil relative Bedürfnisse, die sind nie gesättigt. Wie kommen wir denn aus dieser Status-Tretmühle? Was ich ja sage, ist, wenn alle Mercedes fahren, muss man irgendwann einen Ferrari oder einen Maybach haben. Wie kommt man aus dieser Status-Tretmühle raus? Ja, eben, aus dieser Status-Tretmühle kann man natürlich schon rauskommen, in einem gewissen Ausmaß, indem man sich da ausklingt, sozusagen, und sagt, ich vergleiche mich da nicht so stark mit anderen. Aber wenn das natürlich sehr viele Menschen jetzt machen, dann wird wieder das Wirtschaftswachstum dadurch gefährdet. Das heisst, auch die Tretmühlen sind quasi systemnotwendig in einer heutigen Wirtschaft, damit das Wachstum eben immer weiter gehen kann. Sie sind ja 2017 von der NZZ zum einem der einflussreichsten Ökonomen in der Schweiz gewählt worden. Sie selber sind mit so Ranking, Sie haben schon gesagt, nicht so glücklich. Sie sind sehr kritisch. Sie sagen, der Ranking-Manie führt zu diesen Status-Wettkämpfen. Und das ist dann eben die Tretmühle vom Glück, wo, um den Status zu falten, wären Sie also lieber nicht in dem Ranking von der NZZ erschienen? Nein, ich bin ganz glücklich über das Ranking. Aber noch aus einem anderen Grund, weil es sozusagen ein Gegenranking ist zu anderen Rankings, die es gibt. Oder im Normalfall ist ja der Statuswettkampf unter Wissenschaftlern der, möglichst viele Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften. Da werden natürlich sehr viele Publikationen einfach damit man eine lange Publikationsliste hat. Und die NZZ hat es quasi versucht, zusammen mit der Frankfurter Allgemeinen und einer Zeitung in Österreich, da eine Art Gegenranking aufzubauen, indem man auch schaut, ja, welche Ökonomen richten sich quasi auch an ein breiteres Publikum, werden in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und insofern bin ich natürlich froh um das Ranking, weil da andere Aspekte auch wieder eine Rolle spielen, die eben traditionell in der Wissenschaft lange Zeit überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat.
Eine andere überraschende These von Ihnen, Herr Binswanger, ist, dass Sie sagen, es gibt eine schier unendliche Auswahl, unendlich grosse Auswahl an Konsumgütern. Trotzdem wissen die meisten Leute nicht, was sie am besten kaufen, dass sie glücklicher werden. Ja, das erklären? Kann man natürlich erklären. Oder es gibt ja den alten Ausspruch, Geld allein macht nicht glücklich, aber dann gibt es eine modernere Version von dem Ausspruch, die lautet, Menschen, die behaupten, dass Geld nicht glücklicher macht, die wissen nicht, wo einkaufen. Und jetzt könnte man sich vorstellen, es liegt da dran. Wenn man jetzt aber mal genau schaut, dann sieht man, wir haben natürlich immer mehr Vielfalt an Gütern und Dienstleistungen. Und Auswahl macht Freude, solange die Vielfalt irgendwie übersichtlich ist, solange es irgendwie vernünftige Kriterien gibt, anhand derer man entscheiden kann, was das Beste ist. Und solange auch irgendwie genügend Zeit vorhanden ist, um überhaupt einen Entscheid zu treffen. Und wenn ich jetzt aber anfangen muss, unter Zeitdruck zu entscheiden, gar nicht mehr das Ganze überschauen kann, die Vielfalt, dann wird sehr schnell aus der Freude an der Wahl eine Qual der Wahl. Und die Qual der Wahl ist heute eigentlich typisch, oder? Ich muss heute so viel Entscheid treffen, ich muss die optimale Versicherung wählen, den optimalen Mobilfunkvertrag, den optimalen Energiedienstleistungsanbieter, optimal einkaufen und ich kann gar nicht mehr alles optimal machen. Das heisst, ich muss da irgendwo Abstrich machen und darum macht das eben auch nicht glücklicher, die Vielfalt, die man da hat. Schon bald Weihnachten, mit welchem Geschenk macht man den Menschen glücklich? Tendenziell mit Geschenken, die nachher nicht umeinander stehen. Also zumindest bei mir. Ich bin froh um jedes Geschenk, das ich verbrauche und das nachher nicht nach einem Jahr auch noch bei mir ist. Und ich glaube, das geht vielen Menschen also heute etwas, so. Also etwas, was man konkret wegtrinken, wegessen kann? Genau. Gut. Macht Verzicht glücklich? Verzicht macht häufig glücklich, das ist ja so. Das ist zwar etwas, was man heute nicht gern hört, weil das natürlich auch wieder im Konsum nicht förderlich ist, wenn Menschen verzichten. Aber es ist eine Bedingung für Genussverzicht. Weil wenn ich einen immer vollen Kühlschrank habe und immer kann essen kann, dann habe ich keine Freude mehr am Essen. Wenn ich aber mal richtig Hunger wieder habe, das heisst verzichtet auf Essen eine Zeit lang, dann macht das Essen erst wieder richtig Freude. Also ohne Verzicht gibt es gar keinen Genuss. Jetzt, wenn ich all das vergessen, was ich jetzt von Ihnen gelernt habe und das nächste Jahr trotzdem noch ein bisschen mehr Geld verdienen will, wie geht es an der Börse weiter? Ja, die Börse ist jetzt relativ schlecht gelaufen eine Zeit lang. Das heisst, es gibt auch gute Chancen, dass sie wahrscheinlich wieder ein bisschen besser läuft in Zukunft. Aber ich gebe keine grundsätzlichen Börsentipps. Das ist etwas, was ich mir schon lange angewöhnt habe, weil durch nichts kann man sich Freundschaften noch mehr verderben wie durch falsche Börsentipps. Sie sagen uns auch nicht, wie Sie Ihr Geld investieren. Mein Geld ist ganz normal angelegt, das heisst diversifiziert, irgendwie Börse, ein bisschen festverzinslich in verschiedenen Ländern. Und das auch aus dem Grund, weil ich gar nicht wirklich Zeit habe, mich so intensiv mit dem zu beschäftigen. Und der Luxus für mich ist eigentlich der, dass ich das nicht muss. Oder? Das heisst, ich habe immer genügend Geld, um alle Ausgaben zu tätigen, die ich tätigen muss. Und wenn ich mich jetzt wirklich um Geld kümmern müsste, das würde auch nicht etwas zu meinem Glück beitragen. Dann wünsche ich Ihnen 2019 ganz, ganz viel Glück. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ich habe ganz viel gelernt. Herzlichen Dank, Herr Binswanger. Ich bin sehr gerne gekommen. Danke. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auch Ihnen für die Adventszeit und überhaupt ganz, ganz viel Glück zu wünschen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Schalten Sie auch nächste Woche am Freitag wieder ein zum ZT-Talk mit einem neuen, interessanten Gast. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden von der Siegfried AG Expect More, der CSS-Versicherung ganz persönlich. Und der Aargauer Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich.